Und hier unten müssen dringend Fackeln rein. Ja, Kohle habe ich auch keine dabei, ich baue hier mal noch nicht zu. Ansonsten haben wir dann hier wieder nur Monster drunter und das ist blöd. Halt, da vorne ging es hoch. Und wenn ich dann die 3,5 Stunden Aufnahme, die ich jetzt insgesamt von Minecraft noch habe, gerendert sind, dann können wir auch wieder neu aufnehmen. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ich habe gerade Sand abgebaut, da schmeißen wir die Öfen an. Können wir dann hier gleich nochmal ein paar Scheiben platzieren, wenn ein bisschen was gebacken ist. Das wird dann, denke ich, auch eine der letzten Taten für heute sein. Ich muss ja dann nachher leider noch ein paar andere Sachen machen. Habe ich zwar eigentlich gar keine Lust, aber leider geht es ja nicht immer noch nur nach Lust. Sonst wäre mein Leben deutlich schöner. Ich meine, klar ist es aktuell auch schon schön, aber man hat ja doch so den ein oder anderen Wunsch. So, noch ein paar Fackeln. Nehme ich doch lieber erstmal das Eichenholz. Das brauchen wir gerade nicht. Und dann, wenn ich es brauche, scheiße, ich habe Eichenholz verballert vorhin für Fackeln. Ich kenne mich. Ich weiß, wie das abläuft. Und hier oben, ich denke, hier werden wir einfach zumachen, oder? Ich meine, hier läuft man sonst irgendwie lang. Können wir ruhig eine Wand machen. So. Passt schon. Ja, hier der Durchgang wird auch nur 3 hoch, nicht 4. Nur hier, das können wir 4 hoch machen. Legen wir uns vielleicht gleich nochmal ins Bett. Passt gerade so gut. Ja, jetzt können wir uns auch hinlegen. Vorhin ging es nicht, aber da stand überraschenderweise nichts im Chat. Keine Ahnung wieso. Ja, hier dann unser Eingang. Hier, ich kümmere mich mal ganz kurz ein bisschen um den Baum. Das ganze Holz muss alles raus. Ich glaube, dass der Baum davor nicht wachsen wollte. Der ist jetzt ein bisschen übergroß geworden. Ja, das ist wirklich der... egal. Jetzt ist er nicht mehr so groß. Und ich hoffe, ein bisschen was davon decayt gleich noch in den nächsten paar Stunden, Jahren, weiß ich nicht, Minuten, Sekunden. Sag mal einfach hoffentlich bald. Achso, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass über mir noch ein Blatt ist. Hat aber zum Glück eh keiner gesehen. Na, gehst du. Die Blätter, das sieht man teilweise echt schlecht. Ich meine, klar, in echt ist es auch so, aber... Das ist ja auch nicht echt hier, das ist ja Minecraft. Weißt du schon, das Spiel Minecraft. Das Spiel mit den Blöcken. Das ist quasi PC-Lego, nur ohne dass es diese Noppen hat. Okay, einmal Stein weg. Fenster sind 2 hoch. 7, 8. Achso, hier ist ja dann... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da hätten wir hier eigentlich ja 6er. Machen wir hier vielleicht mal ein großes Fenster oder lieber nicht. Oder ich weiß es ja auch nicht so richtig.
müssen wir mal gucken. Ich mache jetzt gleich noch mal ein bisschen das Dach zu. Ich bin ja gerade schon mal hier. Dann nimmt dann unser Haus doch schon gut Gestalt an. Ich meine, gut, die Dächer werden noch mal viel Holz kosten vor allem. Ich möchte ja nicht sagen, wie viele Stacks wir dann brauchen, aber 4 Stacks Rohholz bestimmt. Wenn nicht sogar mehr. Wobei, da wir ja mit Leveln bauen, geht das auch noch alles. Hat dann auch alles noch einen guten Rahmen. So, hier machen wir noch zu. Einfach alles komplett dicht machen an der Ecke. So. Können wir hier eigentlich auch machen. Wir haben ja noch Holz. Machen wir gleich noch ein bisschen hier auf der Seite. Was wir haben, Hammer, müssen wir es dann nicht machen. Mache jetzt mal ganz kurz so hier. Hammer, keine mehr dabei. Stört natürlich nicht. Hätte es sein können, dass wir Glück haben. So 28 Stück reicht eh nicht. Ich werde dann von dem anderen noch ein halbes Stack ungefähr nutzen. So, genau, hier nochmal eine Hälfte. Die andere Hälfte lasse ich einfach mal da. Oh, reicht nicht ganz, ist nicht so schlimm. Ich glaube, hier machen wir dann noch so ein bisschen Treppenhaus hin. Aua. Aber wir haben alles aufgefangen. Ist ja auch was wert. Na, hier mit den Fenstern bin ich eigentlich unnie zufrieden, aber hier lassen wir das. Wegen der Frontoptik. Ah ja, Klini. Ich glaube, Klinis haben wir ja gar keine mehr aktuell. Sollte ich gleich wieder welche in den Ofen werfen. Ja, das ist Glas. Hier haben wir überall Glas. Aha. Pflastersteine. Ach, natürlich. Haben wir noch. Hier haben wir 16 Stück einmal. Hier haben wir 8 Stück. So. 32 Glas lasse ich gleich mal drin. Da haben wir dann noch ein bisschen Vorrat im Ofen, da müssen wir uns dann nicht gleich was Neues machen. So. Kommen wir mal jetzt hier wieder überall ein paar Blöcke rein. Hier oben fehlt ja auch noch ganz viel. Ach du heilige, ja. Ich meine, mit einem Stack kann ich ungefähr 10, oh, kann ich 10, noch ein bisschen was, 10,66 Fenster machen. Da sieht es dann hier oben auch gleich schon vernünftiger aus. Weil ohne Glas gefällt mir das überhaupt nicht. So. Genau, jetzt können wir noch 3 Fenster damit voll machen. Haben wir hier 2. Ich glaube, Schlafzimmer war ja schon, wenn ich mich da nicht gerade täusche. Na, hier drüben ist auch soweit. Hier unsere Eingangshalle. Kann ich ja hier in der Zeit schon mal machen. Achso, uns fehlt ja noch Koppel. Sehe ich ja gerade.
machen wir hier erstmal das Fenster rein. So. Und nochmal. Und dann noch das große neue Hauptfenster hier oben. Um Erde. Bauen wir uns nochmal ganz kurz hoch. Drei. Fünf. So. Ich kombiniere gleich nochmal die Schaufeln, habe ich gerade gesehen, dass die hier noch rumliegen. Das müssen wir natürlich nicht so lassen. Jetzt gucken wir mal kurz an. Ich komme hier rein. Oh mein Gott, ein Haus. Achso, das ist der Schleim. Oh mein Gott, ein Haus. Ja. Ja. Oder natürlich... ist da was? Halte mich für dämlich. Ich weiß, dass ich dämlich bin. Das müsste man nicht noch in die Kommentare schreiben. Bekomme ich schon oft genug gesagt. So, erstmal kurz Steine einsammeln und dann nochmal ganz kurz. So. Was haltet ihr davon? Ich denke... mehr als von dem anderen. Ach, so herrlich. Kommt hier rein, hat so eine richtig schöne Glasfront. Wenn wir dann hin würden, noch so ein paar Bäume hinmachen, wo man nochmal schön gucken kann. Ich denke, das wird super. Hier so eine richtig schöne Front. Das passt wunderbar. Wie Faust aufs Auge. Kann man hier runter gucken, von unten gucken. Hat irgendwie ein bisschen was von der Kunstgalerie, finde ich. Weiß aber nicht warum, ich war noch nie in einer. Alt habe ich. Na. Ich guck andauernd in das Inventar rein, ne? Das ist ja schon wieder. Ist ganz schlimm. So, was wollte ich jetzt holen? Genau. Ich wollte holen Ziegel, ich wollte holen den Mohn. Ich sag immer noch rote Rosen, also wenn ihr das von mir mal hört, den Ausspruch, nehmt mir das nicht übel, aber es war ja Zeit meines Lebens eine rote Rose. Das ist ja jetzt erst seit einem der letzten Updates, auch wenn die schon lange her sind. Also war es glaube ich damals 172. Genau, Blumentopf. So, die nehmen wir wieder weg. Haben wir erstmal vier Stück. Ich nehme hier nochmal ein paar Setzlinge mit. 1, 2. Und dann machen wir oben nochmal unser zukünftiges Wohnzimmer ein bisschen schöner. Weil nur so schwarz und weiß ist natürlich auch nicht der Sinn des Erfinders, bla. Ihr wisst, was ich meine. Im Sinne des Erfinders. So. Machen wir hier einmal Blöcke. Hier in die Ecke auch und der Rest wäre und die anderen beiden machen wir erstmal Rosen. Haben wir sogar ein bisschen Abwechslung noch drin. Das belebt die Bude schon ungemein. Okay, hier den Quarz, den lassen wir so hier unten, müssen wir vielleicht nochmal einen Quarzblock rein anstatt so Erde. Und hier natürlich noch Fackeln. Und eine Tür. Ich mach gleich mal zwei, noch eine für Schlafzimmer mit. So. Fehlt ja auch noch eine aktuell. Okay, oben ist XP, unten ist Eier. Eierwerfer ist aktuell aus. Hier auf der Seite fehlen natürlich auch noch Fackeln. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Drei. Ja, und hier müssen wir sowieso mal gucken, ob wir hier was drunter setzen irgendwie. Wenn wir hier oben dann die Treppe haben. Müssen wir gucken, was wir hier hinbauen. Ich bin gerade am überlegen, auch so richtig. Gut, Blumentöpfe schon wieder.
Ich denke, wir werden hier ein schönes Bild hinmachen. Können wir hier auch die Ecke eigentlich zubauen. Damit muss man dann hier nicht lang. Wobei es sieht dann vielleicht komisch aus. Ich lasse es erstmal noch so. Hier wird noch so viel Arbeit auf uns zukommen im Laufe der nächsten paar Folgen. Und ich hoffe ja, dass wir auch, dass ich bei Gelegenheit unser Baumhaus weitermache. Steht ja hier drin auch noch so ein bisschen vereinsamt rum. Blätter haben wir ja in der letzten, in einer der letzten Folgen geholt. So, ich lege mich jetzt nochmal ins Bett. Na, wirst du wohl hier durchgehen? So. Und natürlich auch hier noch Fackeln, Fackeln. Ja, machen wir das so. Und ich mache mir noch eine... Wobei Crafting... Ach, wisst ihr was? Ich lege mich jetzt ins Bett. Und dann soll ich mich meine Zukunfts-Ich drum kümmern. Sonst fallen mir nämlich gleich die Ohren ab. Weil man muss sich auch erstmal dran gewöhnen, das hätte das natürlich auch... bisschen schwerer als das alte, und mir geht es gerade so wie auch am Anfang, wo ich das Anreizet hatte, mir tun ein bisschen die Ohren weh. Mir tun ein bisschen die Ohren weh, und bevor sie mir ganz abfallen, sage ich einfach mal so danke fürs Zusehen, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft. Bis dahin, tschüss!